Hey, ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und auch heute habe ich wieder was ganz Spezielles dabei. Heute dabei die Welt der Dinosaurier, das Sammelwerk mit rund 650 Karten, besteht aus 5 Ordnern. Diesen Sammelband gab es zwischen 1993 bis 1995. Herausgeber war Edito Service und herausgebracht wurde es über den Atlas Verlag. Hier haben wir dann zum Beispiel mal den ersten Ordner. Hier steht die Welt der Dinosaurier und besteht zum Großteil aus Comics und 3D-Bildern, die zudem sehr, sehr stark an die gute alte Dinosaurierzeitung von damals erinnert und auch mit dieser 3D-Brille funktioniert. Mal einen Blick rein in den Einband. Dieses Sammelwerk ist heute sehr, sehr schwer zu bekommen und wenn, dann meistens für teuer Geld. Ich habe euch das hier mal verlinkt, das was noch zu finden war. Da könnt ihr selber mal schauen. Das günstigste, was ich bis jetzt gesehen habe, waren 120 Euro. Also schon ein anständiger Preis. Das teuerste, was ich gesehen habe, waren bis zu 400 Euro. Also wirklich ein schönes, altes Schätzchen. Ja, man sieht, es ist so ein Ringbuchordner. Ne? Lauter große Sammelkarten hier drin, im Hochglanzformat. Ne, also sehr hochwertig gemacht. Sehr aufwendig, alles Sammelkarten. Da haben wir zum Beispiel diese 3D-Brille, die wir auch schon aus der Dinosaurierzeitung von damals kennen. Und vieles, was hier drin ist, war auch in dieser Dinosaurierzeitung zu finden. Unter anderem auch Comics wie diese. Oder diese Zeichnungen. Ja, das war schon mal der Vorab-Ordner. Jetzt geht es weiter mit Ordner Nummer 1. Und wie man sieht, sind diese ganzen Ordner unterteilt in Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 bis 7. Teil 1 sind die Kennkarten, Teil 2 Kampf ums Überleben, Teil 3 Freunde und Feinde, Teil 4 Themen, Teil 5 Dino-Umwelt, Teil 6 Forschung und Teil 7 das 3D-Quiz. Und auch hier haben wir wieder wirklich wunderschöne Abbildungen. Wenn auch veraltet, aber auch das hat seinen Charme. Ja, und es erinnert mich so schön an früher, wo es viele solcher schönen Sachen gab. Und manchmal bekomme ich ein bisschen Wehmut, ja, nach jener Zeit, wo eben sowas mit viel mehr Liebe gemacht wurde. Ja, so sehen dann die ganzen Kennkarten aus. Ne? Hier sind diverse Dinosaurier beschrieben. Auf der Rückseite steht dann immer das ganze Informative zu dem Tier. Im zweiten Ordner geht es also um den Kampf ums Überleben. Alle Karten sind auch mal speziell gekennzeichnet. Ne? Kampf ums Überleben. Die Aufmachung ist wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Wirklich liebevoll gestaltet, sehr schön gestaltet. Teilweise ist es hier noch recht durcheinander. Den nehmen wir hier gleich mal raus. Ja, aber wirklich tolle Bilder, ja, tolle Beschreibungen dazu. Also wirklich fantastisch gemacht, ja, für die damalige Zeit und so viel. Wirklich toll. Fantastisch. Also ich bin sowas von happy, dass ich den ergattern konnte. Hier ist wieder etwas aus dem Bereich Themen. Ich glaube, ich muss das alles nochmal gründlich durchschauen. Und sortieren. Oben rechts im Bild findet sich auch immer nochmal ein Symbol. 2 Boxerhandschuhe, das für Verteidigung steht. Oder Messer und Gabel für Ernährung. Das wäre dann Thema Nummer 3, Freunde und Feinde. Auch hier finden sich wieder Symbole, Lurche, Vögel, also die verschiedenen Tierklassen, Tiergruppen, Säugetiere.
Weichtiere und so weiter und so fort. Auch hier wieder wunderschöne Zeichnungen. Wunderschöne Kunstwerke hier drin. Ach, es ist nicht herrlich. Es ist nicht eine Freude, sowas zu sehen. Also mir geht bei solchen Dingen, wenn ich sowas sehe, immer das Herz auf. Ja. Dann haben wir Ordner Nummer 3. Hier sind unter anderem auch die Themen drin. In diesem Teil werden wir uns mit den Themen beschäftigen. So steht hier, was ist für die Zwei- und Vierfüßer unter den Dinosauriern charakteristisch? Naja, und so weiter und so fort. Es geht um Evolution, es geht um Anatomie und so weiter und so fort. Das sieht man hier zum Beispiel. Lebensweise wird hier thematisiert. Oh, der kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder? Evolution, Entwicklungsgeschichte. Hier wieder ein Teil Anatomie. Wem gehörten diese Riesenarme? Heute wissen wir es. Damals hatte man nur das, diese zwei Arme. Lebensweise. Also wirklich fantastisch. Wieder Evolution. Evolution. Auch hier wieder reich bebildert. Teilweise mit ein paar ja, Comics noch dabei, so Bildgeschichten. Und auch das wieder wunderschön gemacht. Wenn ich mir allein schon das hier angucke, wo sie alle so in Reihe und Glied marschieren, ja, also sieht doch fantastisch aus. So Größenunterschiede. Ach, und der Spinosaurus, wie man sich ihn damals vorstellte, in Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Lang, lang ist es her. So, dann haben wir hier also den vierten und letzten Ordner, beziehungsweise in dem Fall ist es ja der fünfte Ordner, aber Ordner Nummer 4. Der erste hat keine Nummer, das ist eher was Allgemeines. Und halt die Themenübersicht. Schauen wir doch mal rein. Hier gehört noch ein Teil der Themen dazu. Alles die Themen. Herrlich. Herrlich, herrlich. Auch die Aufmachung war überhaupt sehr, sehr schön. Ne? Also wir befinden uns jetzt in Teil 5, Dino-Umwelt. Und hier steht geschrieben, in diesem Teil beschäftigen wir uns mit der Umwelt, in der sich die Dinosaurier entwickelten und bewegten. Wir werden großartige Landschaften mit einer fantastischen und fremdartigen Pflanzenwelt entdecken, die mit ihrem Wandel auch die Dinosaurier zwangen, sich anzupassen. Dann wollen wir doch mal schauen. Da haben wir einmal die Erde und wo sich welcher Dino zum Beispiel aufgehalten hat. Eine seltsame Tierwelt im Rückspiegel. Toll ist auch die Aufmachung hier. Asiatische Fundstellen, afrikanische Fundstellen, australische Fundstellen und welche Dinos man da fand, beziehungsweise welche Säugetiere, Kriechtiere, was auch immer. Also es ist wirklich fantastisch. Erste Blüten. Dann noch früher zurück in den Devon. Das ist hier vielleicht alles ein bisschen unsortiert. Das habe ich mal gebraucht, erworben, wie gesagt. Dinosaurier am Südpol sehen wir hier zum Beispiel mal. Das Ende der Dinosaurier 2. Hier ging man auch noch davon aus, dass die Dinosaurier eher wechselwarm waren und mit größeren Temperaturunterschieden nicht so gut zurechtkamen. Europa in der Trias und so weiter und so fort. Auch wieder mit fantastischen Abbildungen. Auch wenn dieser Sammelband hier nicht mehr auf dem neuesten Erkenntnisstand sein sollte, lohnt es sich trotzdem, den sich anzuschaffen. Allein schon von seiner Aufmachung her ist es so toll, ist es so wunderschön gemacht. Dann kommen wir auch schon zum Teil 6, zur Forschung. Und wer kennt nicht dieses klassische erste Bild eines Iguanodon? Als man noch nichts von Dinosauriern wusste. Hier wandern wir mal durch die Themen, durch die einzelnen.
Aha, was haben wir denn da? Auch das wurde hier in diesem Sammelband verewigt. Jurassic Park von Steven Spielberg. Geheimnis im Bernstein. Wir wissen ja aus dem Film, dass die Dinosaurier, die Filmdinosaurier aus fossiliertem Bernstein bzw. aus einer eingeschlossenen Mücke, die vollgesaugt war mit Blut und sich da über Jahrmillionen im Bernstein erhalten hat, daraus die Dinosaurier wieder geklont wurden. Ja, und dann für ordentlich Krawall im Park sorgten. Tja, das ist also der Sammelband vom Atlas Verlag, Die Welt der Dinosaurier. Tja, ihr Lieben, und das sind sie nochmal alle auf einen Blick. Ein wunderschöner Sammelband, wirklich grandios, und wer sowas seinen eigenen nennen kann, der sollte sich glücklich schätzen. Ich klinge mich dann erstmal wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, da findet ihr auch nochmal den Link zu diesem Sammelband. Das, was noch verfügbar ist, was man noch ergattern kann. Billig ist es nicht, das sage ich gleich. Und ja, bis dann, ihr Lieben, und bye!